Es gibt einen Rundfunkstaatsvertrag und ihr seid als Presse verpflichtet, wahrheitsgemäß und unvoreingenommen zu berichten und zu informieren. Ich kann mir vorstellen, als hier unser Spritzenverfahren, unsere Autos hier Kilometer aufzubürden, die wir auch gerne mal auf dem Weg zur Ostsee fahren würden, aber machen es, weil wir uns jetzt nicht mehr gefallen lassen, angeblich eine Gefahr steht, die hier herrscht. Wir hatten 2020 in Deutschland. Ach, guck mal, das ist ja auf. So, wir haben eine Kundgebung vorne. Mag da mal einer von euch rauskommen? Ach so, die sind alle im Homeoffice? Ach, scheiße. 20. Die sind alle im Homeoffice. Und guck mal. Frieden, Freiheit, Demokratie! Frieden, Freiheit, Demokratie! Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung! Schön, dass ihr alle da seid! Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung! Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung! Zeigt, dass ihr da seid! Wir wollen nach vorne, nicht noch! Der Captain Future! Aber da ist er, wa? Historisch wichtig, dass, wie man sehen kann, dieser Mann auf jeden Fall auf das Narrativ reingefallen ist, weil er ist befangen. Er steht an der freien Luft mit einer Mund- und Nasenbedeckung. Das bedeutet, der Mann muss auf jeden Fall zum Psychologen. Das kann man durchaus so interpretieren. Auf jeden Fall. Jetzt diese komische Gesichtswindel auf. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, vor allen Dingen hier vor dem Taz-Gebäude. Wir haben nämlich genau vor einem Jahr haben wir einen Medienmarsch organisiert, zusammen mit Querdenken und der Freedom Parade. Wir haben an den einzelnen Medienhäusern eine Pressemitteilung überreicht. Hier bei der Taz ging das nicht, die haben sich nämlich verbarrikadiert und wollten keinen Kontakt mit uns. Da haben wir sie dann versucht auf den Balkon zu werfen, hat auch nicht geklappt. Schmeiß das rein! Okay, ich schmeiß es mir hoch. Wir hatten durchgestrichene Hakenkreuze am Wagen von Captain Future. Ja, was soll man noch mehr machen deutlicher? Wir hatten John Lennon dabei mit Imagine drauf. Die Schrank vom demokratischen Widerstand und die rote Linie, das sind wir. In ganz Deutschland wird demonstriert. Warum wird darüber nicht ehrlich und wahrhaftig berichtet? Geht es hier um Meinungsmache oder um Meinungsbildung? Passt es Ihrer Agenda etwa nicht in den Kram? Haben Sie Angst, bei den kläglichen Versuchen, die Friedens- und Freiheitsbewegung systematisch zu zersetzen, könnten wir durchaus von Arsch auf Grundeis ausgehen? Weiter so.
Corona-Faschismus. Steckt euch die Maske in den Arsch. Steckt euch den Test in den Arsch. Steckt euch die Quarantäne in den Arsch. Schickt euch eure Impfung in den Arsch. Der zwangsabgabenzahlende Gernsee-Zuschauer wird, ich sag immer, vom Zentrum des, der Finsternis, ja, in eine Käseglocke gehüllt, wird mit Falschnachrichten bewusst in die Irre geführt, es wird Volksverhetzung betrieben und die Polizei tut bei all diesen Verbrechen nichts. Es ist lange nicht die gesamte Polizei. Es ist ein geringer Prozentsatz innerhalb der Polizei, der bei 5-7% etwa liegt nach meinen Recherchen, die diese Gewaltbereitschaft an den Tag legen und die ja die Leute niederknüppeln. Aber deutlich über 90% der Polizei macht immer noch einen taffen Job und das erleben wir jede Woche beim Autokorso. Also bitte nicht auf die gesamte Polizei eindreschen. Ja, und was ich euch noch auf den Weg geben möchte, ich hatte das Glück, im Sommer durfte ich ein paar Tage in Albanien verbringen und ich war erstaunt, da redet keine Sau mehr über Corona. Warum? Weil dort die Leute begriffen haben, einfach Nein zu sagen. Dieses kleine Land, Einwohnerzahl 3,5 bis 4 Millionen, also so viel wie Berlin, hat einfach gesagt, wir haben die Schnauze voll, wir machen den Mist nicht mit, wir leben ganz normal weiter. Und das gibt mir Mut und das schaffen wir hier in Berlin auch. You have an amazing taste and your song is amazing. Oh, thank you so much. Ich wollte noch ein Bertolt Brecht Zitat für euch da lassen, liebe ARD. Und zwar, wer die Wahrheit nicht kennt, weil er sie nicht sucht, ist ein Dummkopf. Wer sie aber kennt und sie zur Lüge erklärt, ist ein Verbrecher. Ihr macht euch mitschuldig an diesem weltweiten gentherapeutischen Menschenexperiment, das lebenslange Impfschäden und am Tod tausender Menschen mitschuldig ist. War die Pandemie in Wahrheit eher eine weltweite Massenhysterie? Hallo. Müssen wir die Maske aufsetzen? Ja, und ich habe schon, glaube ich, jetzt dreimal hier meine Befreiung gezeigt. Aber ich zeige sie auch gern nochmal. Dankeschön. Nur ganz kurz. Ich wünsche euch allen einen guten Nachhauseweg, einen guten Rutsch ins neue Jahr.